Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es wöchentlich immer kostenlose Spiele im Epic Games Store und das sind ja in letzter Zeit immer etwas größere Spiele. Ursprünglich sollte es diese Woche auch wieder ein größeres Spiel sein und zwar Ark. Allerdings gab es da irgendein Update oder irgendwelche anderen Gründe, warum das jetzt verschoben wurde und deshalb werden wir es wahrscheinlich erst nächste Woche oder so erhalten. Wollte ich euch nur noch einmal kurz darüber informieren und ich würde sagen, wir schauen uns gleich direkt den Shop an. Allerdings natürlich, wenn ihr keine weiteren Videos hier mehr auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir gehen direkt in den Item-Shop rein und heute haben wir mal wieder nichts Besonderes drin, keine neuen Skins. Ist ja auch relativ logisch, weil jetzt die ganzen Skins, die eigentlich über eine Woche verteilt released werden, sollten über insgesamt 3 Wochen verteilt released werden. Und deshalb haben wir eben halt nicht mehr ganz viele neue Sachen. Einfach wegen der ganzen Verschiebung, da haben die ja jetzt kein neues Update nochmal rausgehauen, wo wir dann neue Skins erhalten. Auf jeden Fall habe ich hier einmal den Sumpfmann-Skin mit 4 verschiedenen Stilen. Einmal im Standard, dem blauen Stil, dem orangen und dem violetten Stil. Als nächstes haben wir dann hier noch den Goldie-Skin, dazu dann die Doppelgold-Spitzhacken. Als nächstes haben wir dann noch den Schlotter-Skin mit der Frostschneider als Spitzhacke. Dann haben wir noch den Schnorchel-Op-Skin, dann die Magma-Lackierung, dann den Schlendern-Emote. Als Fortbewegungs-Emote natürlich und dann noch die Beast-Schützen. Dann haben wir noch den Schwer-Beschäftigt-Emote. Und als letztes dann noch Rage Quit. Wie gesagt, absolut nichts Besonderes heute im Shop. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich trotzdem gefallen. Wenn das so sein sollte, wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Video. Ciao.